Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Stoppenbach im LS 19 am Freitagmorgen. Einen wunderschönen. Ja, es ist schon wieder Freitag hier, die Woche ist schon wieder rum. Es ist schon gleich wieder Wochenende und wir machen heute einen auf ganz ruhig. Also Timelapse waren jetzt die letzten drei Tage, glaube ich, ganz gut genügend. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe heute auch die Zeit nicht für Timelapse, weil es ist jetzt genau 8:45, weil ich das Video jetzt hier aufnehme, also am Vortag, abends. Und ja, ein bisschen noch Video schneiden und ich möchte auch noch ein bisschen Zeit für mich haben, wo ich noch ein bisschen YouTube schauen kann, was auch immer da gerade so läuft. Und ja, deswegen werden wir heute einen auf ruhigen machen. Der Fan ist schon am Arbeiten und wir werden hier ganz normal wie immer ohne Timelapse oder ohne Geschwindigkeit und ohne nur mit Standardmusik vom LS, sagen wir so, die Zeit rumbringen. Ja, das dürfte man eigentlich schon schaffen normalerweise. Ja, wie gesagt, ich werde jetzt gucken, dass wir jetzt heute die Felder und Wiesen durchbringen mit dem Düngen. Der Fan, ich weiß gar nicht, habe ich schon gesagt. Doch, glaube ich, habe ich schon einmal gesagt, dass der Fan am Arbeiten ist. Seht ihr links oben, er fährt 10 km/h, 12 km/h. Und er ist fleißig dabei. Wir müssen halt immer ein bisschen gucken, weil gestern ist er leider mal eine Zeit lang an den Baum gehangen und hat aber auch keine Federmilben gebracht. Auf jeden Fall keine lange, und da weiß ich natürlich dann nicht Bescheid. Das heißt, wenn ich natürlich nach links oben gucke, dann sehe ich das. Das heißt, ich muss ab und zu rauf gucken, damit der jetzt nicht irgendwo wieder an irgendeinem Baum hängt. Und die ganze Zeit, was wir jetzt hier nebenbei düngen, eher am Baum hängt. Das wäre natürlich ein bisschen ungünstig, nicht so optimal. Und ja, also der Dünger wird auf jeden Fall hier noch reichen. Wir werden dann gleich danach den Johnny auch noch ansetzen, damit er das Feld Nummer 77 ist, glaube ich, kalkt. Weil wir wollen da natürlich auch den vollen Ertrag haben und nicht nur irgendwie die Hälfte oder so. Das ist natürlich nicht fördernd dann. Und wir haben das Geld, wir haben den Kalk, wir haben die Traktoren, wir haben den Kalkstreuer, das heißt, da steht, dem steht nichts im Wege, und die Zeit haben wir auch noch. Also ich muss sagen, so früh waren wir nicht mal letztens dran. 17:51, wir sind ja mit allem gut durchgekommen. Ich weiß jetzt auch gar nicht wieso. Felder waren eigentlich alles gleich. Gut, vielleicht haben wir einfach nicht vor. Haben wir ein bisschen vorgespult, ich weiß es gar nicht. Aber letztens weiß ich es auf jeden Fall noch, da wo wir die Ballen dann verladen haben, da ist dann schon Richtung Nacht reingegangen. Genau, wir haben die Silage verladen. Dazu wollte ich auch nochmal was sagen, ist mir gerade eingefallen. Das wollte ich in den letzten Folgen schon immer sagen, wo ich vorbeigefahren bin, aber durch das, dass wir in der Timelapse waren oder Zeitraum oder im Vorlauf so, konnte ich das nicht erwähnen. Und ja, es ist ja, das habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, ein Teil im Silo noch drinnen. Die kriegen wir da aber auch nicht raus, er hat sie irgendwie verpackt, keine Ahnung. Und da ist jetzt natürlich, habe ich ja gesagt, dass ich mir das Geld wieder gut schreibe. Jetzt ist nur die Frage, wisst ihr noch, habe ich das schon getan? Ich weiß jetzt tatsächlich gar nicht. Müsste ich meine alten Aufnahmen durchgucken, ob ich die noch habe? Normalerweise schon. Ansonsten schreiben wir, gucken wir halt immer auf YouTube. Aber normalerweise müsste ich die noch irgendwo auf meiner alten HDD rumflacken haben. Und ja, müssen wir mal gucken. Also zum Video aufnehmen, also ich nehme jetzt hier für Sachen, wenn ich jetzt zum Beispiel arbeite oder wie hier Video aufnehme oder so, nehme ich natürlich SSD. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine Plattform brauche, die wo nicht schnell sein muss, die wo jetzt nur alte Videos, die wo ich vielleicht einmal im Jahr aufrufe, zum Safen. Ich habe standardmäßig in meinem PC eine 2 TB HDD verbaut und ansonsten wird die einfach im Nutz rumliegen, also dran sein. Ich muss da halt mal gucken, ob ich die, wenn dann vielleicht mal, wenn ich sie jetzt wirklich nicht mehr brauche, das ist einfach mal Ausbau und da eine 2 TB oder ja eine 2 TB SSD reinhaue, ist glaube ich klüger, aber kostet natürlich auch dementsprechend was. Muss ich halt mal gucken, wie ich das dann regle, aber momentan reicht die 1 TB noch relativ gut aus. Wäre jetzt gar nicht, glaube ich, ja noch 700 GB frei oder so. Also das passt an sich schon.
So. Ich muss auch sagen, das Dummien hätte sie, glaube ich, als Zeitraffer oder als Timelapse überhaupt, als Timelapse-Video so, auch nicht gar nicht gelohnt, weil es geht auch so in Standardgeschwindigkeit relativ schnell. Wir sind jetzt bei 5 Minuten und wir haben so gut wie alle, was heißt so gut wie alle, wir haben alle Wiesen gedüngt. Und ja, das hätte sich nicht gelohnt, meines Erachtens. So, wir fahren jetzt mal kurz den Landstreifen bis da vorne hinab. Und dann passt das schon, mehr lohnt sich auch gar nicht zu machen. Wir können jetzt da mal, warte mal, wir können mal kurz auf unsere Felderverteilungen gucken, wie es denn da aussieht im Thema Düngen. Aber ich glaube, die haben wir schon alle doppelt, ne? Ja, die sind alle doppelt. Bis auf die 77 halt, weil die braucht halt auch Kalken. Ja, die ist bis jetzt erst einmal gedüngt, das heißt, ja, okay, wir können eigentlich direkt drüber düngen und dann ist die auch doppelt gedüngt. Das heißt, was haben wir noch zu tun? Können wir noch irgendwas machen? Wir können mal zu den Schweindels gucken. Wie es bei denen denn so aussieht. Ja. Das geht noch. Gras klären. Wenn noch irgendwas von dem Lager. Ne, haben wir natürlich nicht. Stroh haben wir noch ein bisschen was. Heu haben wir auch noch ein bisschen was. In unserem Palettenlager, soll ich schon. In unserem Wallenlager. Missionstechnisch. Wäre zwar schmackhaft mit 168, aber es lohnt sich, glaube ich, nicht. Weil wir das wieder gedroschen haben. Wo ist denn die 168? Kann man das jemand sagen? Irgendwo hier unten, ne? Ah, da. Die ist gar nicht so groß. Ich hätte jetzt gedacht, die ist größer. Aber wir waren ja schon mal auf der 145, 146, also die ist gar nicht so groß, gibt aber auch ganz gut Geld. Vielleicht ist sie ja morgen noch da, dann werden wir sie auf jeden Fall annehmen. Kartoffeln sind 5000, dafür halt das kleine Dings, ne? Ja, 69, wo sind die? Ich gucke jetzt einfach mal ein bisschen rum, ich werde jetzt aber wahrscheinlich keine annehmen, aber mich interessiert es einfach mal ein bisschen. Die 69 suchen wir, wo kann die denn sein? Hier können wir schon mal in den 60er Bereich. Nee, das ist 66. Da 68. 69 da. Oh, das geht eigentlich voll, ne? Also wenn man sich jetzt mal die Größe anguckt, das ist ungefähr die Größe von Feld 86 oder so. Ein bisschen größer. 5000, das ist eigentlich, geht eigentlich voll klar. Naja, ich würde sie gern annehmen, aber ist halt die Frage, ne? Ja, das ist die 69 hier. Groß ist sie nicht, ne? Warte mal. Was hat die denn für eine Arbeitsbreite hier? Mal gucken. Also ganz Technik. Muss eigentlich ganz vorne sein. Versuch ich der Einzelkorn. Ich habe irgendwie dumm, ne? Kartoffeltechnik. 3 Meter hat das gute Ding. Alter, wenn man sich denkt, die für 6 Meter kostet einfach mal 99.000, also knapp 100.000. Wer kann sich das leisten, Junge, ohne Kredit? Also, klar, wenn man vermögend ist und dann landwirtschaftlichen Betrieb aufbaut, aber jetzt im LS kann man sich natürlich schnell verdienen, aber in echter kann man nicht so schnell auf 80.000 oder irgendwie so, also. Das ist schon ein bisschen härter, oder wenn du mal nur die Preise anguckst, wie so ein Europa 1,8 Meter sind zwei Reiher, einfach mal 160.000 hinblättern. Das sind ultra krasse Preise einfach nur. Also, wenn man das zum damaligen Zeit vergleicht, also so 1970 rum, klar, die waren teilweise, da gab es auch schon zwei Reiher, aber die waren natürlich nicht so mit Technik voll und auch nicht so groß. Aber trotzdem ist schon krass, wie sich die Preis, also die Fahrzeuge an sich weiterentwickelt haben, von der PS-Zahl her, von der Größe und von der Technik her, aber auch von den Preisen dementsprechend, ne? Wenn man jetzt allein mal guckt, ich glaube, der ist schon relativ realistisch. 8160, ich weiß gar nicht, in echt, wenn man sich jetzt kennt, wird der, glaube ich, jetzt nicht so viel kosten. Aber, also ich glaube,
3000, wie jetzt da zum Beispiel steht, pro Arbeitsstunde, was? Pro Arbeitstag 1600, Basiskosten 3200, ja. Ich glaube, so 3200 wird das Teil kosten, weil 8000 ist schon ein bisschen krass. Klar, wenn man sich jetzt den Preis da anguckt, 160 und dann hier 8000, ist schon wieder recht gerechtfertigt. Okay, dann ein bisschen mehr Füllvolumen. Braucht natürlich dementsprechend noch mehr PS. Gut. Warte mal, wie viel hat denn. Nee, die Mission anzunehmen lohnt sich nicht mehr, muss ich sagen. Es wäre zwar ein schöner Preis. Vielleicht ist ja morgen noch da. Das sehen wir ja dann, was morgen alles für Missionen da sind. 8000, ja. Ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Aber die hatten. Ja, die hatten wir schon mal. Fast in der gleichen Konstrukt. Nur das war halt, wir hatten auch einen Wald dran, den blauen, glaube ich, oder was zwar. Und da halt kein JCB, sondern halt einen Sim 14er, Sim 15er Fendt. Und die Anhänger werden auch gleich sein. Das ist nicht viel Unterschied, denke ich mal. So wie ich den LS auf jeden Fall kenne, oder die LS-Missionen. Irgendwas haben wir gerade wieder zahlen müssen oder für irgendwas bekommen. Ich glaube, ich habe einfach mal was zahlen müssen. Aber wenn man sich jetzt allein mal das anguckt, mit Maisdreschen kriegt man 4000. Das ist, glaube ich, eindeutig mehr. Warte mal, welches Feld ist denn das? Das ist die 140. Wo ist denn die 140? Da ist die 140. Wir waren auf der 133, 146. Die sind relativ gleich. Und es bringt aber mal 1000er mehr. Also, man muss, es wäre schon lohnenswert, sich ein Maisgebiss zu kaufen. Weil es gibt schon ein paar relativ gut zahlende Missionen dafür. Lass jetzt einfach mal gucken. Wir kaufen es natürlich jetzt nicht sofort, aber ich möchte einfach mal ganz kurz gucken, wie viel denn so ein Glas Maispflücker kostet. 63.000. 6 Meter. Wie viel? Ja. Gut. Ich weiß nicht, hört man das gerade in der Aufnahme? Auf jeden Fall läuft da gerade das Telefon. Ich weiß nicht, wer. Also das Telefon. Was sagt man da dazu? Also nicht das Handy, sondern. Oh, Leute. Was sagt man denn jetzt dazu nochmal? Festnetz, genau. Es ist jetzt 8:45. Wer ruft denn da nochmal an? Jung. Aber wenn man sich jetzt alles mal anguckt. Das Camper 6 Meter, die gleiche Ding für 45.000, und wir können da auch einfach zack machen. Glasfarbe fertig, und ist sogar noch klappbar und sieht teilweise sogar noch ein bisschen geiler aus mit dem Schwarz. Ich weiß jetzt nicht, was bei dem anderen jetzt, weil das ist nicht mehr klappbar, oder? Ne, doch, es fährt, glaube ich, die Dinger irgendwie so hoch. Aber vom Ding her, es ist eigentlich. Ich weiß gar nicht, ist Klaas eine eigenständige, baut die eigene Schneidwerke? Ich glaube schon, ne? Ja, die schauen schon unterschiedlich aus. Okay, das ist auch breiter, wenn man gerade dachte. Ja, okay, aber man muss schon sagen, dann wird sich zum Beispiel jetzt. Was war jetzt mein Handy? Sorry dafür. Okay, ein Kollege von mir hat geschrieben. Wenn man sich jetzt guckt, das 9 Meter ist natürlich, würde ich mal sagen, zu groß für unsere Bedürfnisse, also jetzt für die Tucano. Aber wir haben hier zum Beispiel ein 9 Meter Schneidwerk für 67.000. Und das hat einfach nur mal 63.000, also 4.000 weniger. 4.000 weniger. Also ich glaube, wir würden dann schon auf dieses, auf den Camper Diamant HS8 für 45.000 gehen, die natürlich. Der Glaslackierung, damit es ein bisschen zusammenpasst, weiß-rot. Ne, glaube ich, passt nicht ganz so gut. Können natürlich auch so kaufen, wusste gar nicht, dass man das im LS auch machen kann. Das ist kein Mod, ne, das ist Standard. Das ist Navy Blue, okay. Ja, wem es gefällt, ne, kann es gerne drauf machen. Wir können natürlich auch so kaufen. Auf Snookies nur angelehnt.
Wenn man sagen, Glasrot sieht eigentlich nicht so geil aus. In Weiß. Oh. In Weiß sieht es auch nicht schlecht aus, muss man sagen, ne? Also da gefällt es mir, ist natürlich gleich sofort relativ schmutzanfällig. Ist aber natürlich in Schwarz. Ja. Wenn ich mal die Variante vorziehen. Ja. Nee, das sieht, glaube ich, zu eintönig aus. In sowas geht's aber. Wir haben ja gesagt, wir nehmen es in Glasfarbe. Dass immer mal ein bisschen was zusammenpasst, ne? Also das Grau und das Grün passt ja relativ gut. Wir können tatsächlich jetzt nach einer halben Stunde quatschen auch endlich mal hier mit dem Düngen beginnen. Das auch geht wunderbar. Das heißt, wir können dann eigentlich, beziehungsweise steht dem Vorspulen nichts mehr im Wege. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Weil der Fendt wird sich gleich melden, dass er fertig ist, außer er steckt irgendwo fest. Wo ist er? Nein. Ne, der fährt da unten. Gut. Und lass da ein bisschen was stehen. Eieiei. Ja, das heißt, wir können dann eigentlich direkt vorspulen. Wir gucken natürlich nochmal über unsere Felder und Wiesen drüber, ob die alle doppelt gedüngt sind, ob da. Alter, ich mach das jetzt gleich stumm, damit ihr die ganze Zeit weiter bimmelt. Komm hier, Alter. So, was wollte ich sagen? Ja, gucken natürlich nochmal über unsere Wiesen und Felder. Klar ist drüber, ob die jetzt alle schon fertig sind. So viel dünge ich jetzt noch nicht, weil da ist ja noch nicht fertig wieder ansehen. So, das wäre natürlich nicht so gut, weil da müssen wir den einen Streifen dann nochmal düngen. So, ja, das passt. Ja, das sieht gut aus. Das heißt, wir können dann in der morgigen Folge schon vorspulen. Oder bis zur morgigen Folge ist dann wahrscheinlich schon wieder Tag, weil ich das außerhalb der Aufnahme machen werde. Und dann schon mal alles vorbereiten. Oder was das Vorbereiten halt dann mal. Dass ein neuer Tag ist, die Felder reif sind und wir eigentlich dann direkt in die Arbeit starten können mit Dreschen und so weiter. Ne, warte mal. Dreschenfelder diese Season sowieso komplett flach, weil wir haben ja alles mit Mais angesehen. Stimmt, da war ja was. Alles gut, wenn wir noch ein bisschen Geld. Aber bestimmt, wir bekommen ja auch noch was von der BGA, ne? Klar. Wenn ich dran denke, werde ich gucken, dass ich euch davon den Screenshot mache zum Beweis und den euch dann rein pflanze ins Video. Damit ihr den auch seht, dass ich hier nichts irgendwie gecheatet habe oder lüge oder was auch immer. Schon oft genug passiert. Bei, jetzt nicht bei mir, aber bei anderen Kollegen. Deswegen, es gibt halt immer die ein oder andere Person, die wo entweder aus Spaß es einfach reinschreibt, was ich eher vermute, oder einfach, ja, ich weiß nicht, weil sie sich da vielleicht cooler fühlt oder was weiß ich. Aber mich juckt es dann teilweise auch gar nicht mehr klar, wie man sich dann irgendwie rechtfertigen, was aber dann größtenteils auch nichts bringt. Aber ja, sich selber bringt es wahrscheinlich schon was, aber der Person ist dann wahrscheinlich scheißegal. Sorry für den Ausdruck, aber es ist halt immer so. Und ja, deshalb macht immer besser einen von Sachen, auch von Dokumenten oder so, mache ich mir immer eine Kopie. Ist bei mir schon ewig eine. Ist schon mir seit Ewigkeiten schon Grundgesetz. Weil, wenn jetzt zum Beispiel. Sorry an alle Leute, die jetzt bei der Post arbeiten oder so. Aber wenn jetzt zum Beispiel die Post jetzt zum Beispiel den Brief verschlammt oder das halt irgendwo. Ich schalte jetzt aus. Die Aufnahme ist zwar eh schon bald zu Ende, aber. Also die ganze Zeit beinahe gestört. Normalerweise habe ich es ja. Okay, ist meine Aufnahmepartner. Gut, den erlaube ich es mal, ne? Den erlaube ich es mal. So, passt. Aber mich selber stört natürlich das Klingeln nicht, aber in der Aufnahme ist glaube ich nicht so angenehm. Weil, ja. So ein Nebengeräusch ist glaube ich nicht ganz. So geil. So, wir warten jetzt noch kurz, bis der fertig ist mit seiner einen Bahn da, dass wir dann nochmal schön drüber heizen können. Und
Ja, wenn man die Fahrzeuge noch aufnimmt, ich weiß jetzt nicht, wir sind jetzt bei 19 Minuten, 20 Minuten knapp, wahrscheinlich ein bisschen weniger, weil ich nur schneiden werde. Aber ja, das heißt, wir werden jetzt gucken, dass wir jetzt, dass der Fendt ist jetzt eh gleich fertig, der kann ich eigentlich selber auch schnell übernehmen. Ja, Kollege, stoppen mal, du hast deine Arbeit bisher super gemacht, aber an dieser Stelle übernehme ich mal kurz den letzten Streifen hier. War ja eh nur noch einer, ja. Na passt, wir werden jetzt nochmal ganz vorfahren und gucken, ob vorne noch irgendwo ein Streifen stehen geblieben ist und den ansonsten nochmal bearbeiten. Wenn natürlich da nichts mehr steht, was ich mir erhoffe, dann räumen wir den gleich auf, düngen nochmal fertig, parken alles in die Garage oder in die Hallen, dass für den nächsten Tag alles schon mal vorbereitet ist und alles passt. Und dann ist die Sache auch schon wunderbar, ne? So, das sieht super aus. Ah, da vorne in der Kurve, oder? Sehe ich da ein bisschen was? Ne, sehe ich nicht. Ja, ein ganz kleines Fußzelle. Ist aber wurscht. Also, wer sich jetzt darüber aufregen würde, wäre dann, glaube ich, schon ein bisschen komisch. So, passt, dann waschen wir das gute Gespann mal ab und dann ab damit Ring in die Halle aufgeräumt, verpackt. Düngersteuer haben wir ausgemacht, hoffe ich mal, aber normalerweise schon. Ansonsten habe ich noch ein kleines Problemchen. So, passt. Aber wie gesagt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ob ihr das tatsächlich noch wisst. Habe ich mir das Geld für die Silage damals das Gefehl hat gut geschrieben? Ich glaube es tatsächlich nicht. Ich bin mir echt nicht mehr sicher, Leute. Ne? Normalerweise merke ich mir sowas, also dass man zum Beispiel letztens, glaube so 150.000 oder so für die Silage, die wir drin hatten, bekommen haben, das weiß ich noch. Aber ob ich mir jetzt das, was jetzt da natürlich gefehlt hat, ich kann nochmal nachgucken, aber ich glaube, das waren so 100.000 Liter. Oder 80, 70, irgendwie sowas um den Dreh. Dass ich mir tatsächlich nicht gut geschrieben habe, glaube ich. Dass es einfach irgendwie vergessen wurde, irgendwie untergangen ist. Im Gefecht des landwirtschaftlichen Verkehrs. Oder Betriebes. So. Reparieren. Ja, nee. Eine Runde geht noch. Also einmal kann man mit der schon nochmal ansehen. Bevor man dann sagt, jetzt wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn man sie mal warten würde. Natürlich aufpassen, dass man rechts und links genügend Abstand lassen, weil das Teil, ich weiß nicht wieso, aber man muss das gefühlt irgendwie immer ausklappen, damit man es abkuppeln kann dann. Keine Ahnung wieso, ist halt irgendwie so. Nimmt natürlich dann ziemlich viel Platz weg, den man eigentlich sonst noch für andere Zwecke benutzen könnte, aber gut. Hat halt die Firma Fenneland sich so gedacht und auch so konstruiert. Und wir machen es natürlich dann so. So, wir fahren noch ein Stückchen zurück. Oder warte, wir fahren eigentlich nochmal gerade rein. Weil der gute Fendt hier würde dann zum Silieren oder Häckseln eben auch wieder eingesetzt. Genau, was ich euch zeigen wollte. Habe ich letztens entdeckt hier drinnen. Na, ist einfach so ein kleiner PC mit so Deutsch-Schweizer Agrarservice. Ja, was haben wir denn alles offen? Google haben wir offen, Discord haben wir da, Teamspeak haben wir da, irgendeine andere Seite, ich glaube das soll Google Maps noch sein, oder was da ist. Da haben wir ein BGA-System und da haben wir natürlich die LS Mod Company. Gut. Der Aufbau sieht tatsächlich so ähnlich aus wie bei mir, nur dass ich nur zwei Bildschirme momentan habe und die halt dann drei. Gut. Wurde natürlich noch abgegradet, auch irgendwann. Na, passt dieses Bild über ein. Ja, so, wir werden jetzt mal zum 6M gucken. Läuft er noch? Nö, natürlich nicht. Gut. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Diesel im Tank drin. Und natürlich auch AdBlue hier. Das Ganze läuft natürlich auch schon über AdBlue. So, wir haben jetzt eigentlich hier schon eine relativ, ja, relativ gerade Bahn gezogen. Da fahren wir jetzt auch einfach mal der nach. Können natürlich jetzt ein bisschen weiter links rüber, aber wir müssen sowieso noch einmal runter und das heißt, da können wir die ein bisschen was stehen lassen.
So, ja, das passt. Das heißt, ich werde dieses Eis fertig düngen und dann auf den nächsten Tag vorspulen. Natürlich, da habe ich natürlich nicht vergessen, den Screenshot von der Silage, von dem Silagegeld oder BGA, hoppala, BGA-Geld zu machen, werde ich hoffentlich dran denken. Und ja, das passt dann. Ja, vorne haben wir jetzt noch ein kleines Stückchen. Das nehmen wir noch mit und dann. Aber ich da, darf mich für euch schon wieder fürs Zuschauen bedanken. Wir sind nämlich für heute auch schon wieder fertig, meine Damen und Herren. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen. Wäre natürlich sehr nett. Und wie gesagt, dann schauen wir uns, sehen wir uns morgen zu einer weiteren Folge hier auf. Der Stammbach. Und ich hoffe es wirklich, dass wir für euch heute Abend oder spätestens morgen Abend endlich wieder meine Rade aufnehmen können, weil ihr wisst es ja, es war ein bisschen Zivilstress, Häckselstress und deswegen ist da leider die gemeine Rade ins Wasser gefallen. So, aber das ist jetzt, hat sich eigentlich wieder gelegt, das Silo ist zugedeckt, das passt alles. Dann dürfte dem Weg eigentlich, der Aufnahme nichts im Wege stehen. So, ja, das sieht noch sauber aus, das kann man eigentlich so in die Halle reinpacken. Die 6M räume ich nochmal schnell auf. Und ja, wie gesagt, ich wünsche euch dann noch einen wunderschönen restlichen Freitag. Ein wunderschönes darauffolgendes Wochenende. Und wir sehen uns morgen dann zu einer weiteren Folge hier auf der Stammbach immer das Netz. Und bis dahin wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen restlichen Tag. Und bis morgen, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. No stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star.